Volle Kraft voraus, das war die Devise beim 10. Senftenberger Hafenfest am 12. und 13. August. Mal ein bisschen bummeln, gucken, naschen. Genau das bot die Partymeile den tausenden Besuchern. Manche sind sozusagen schon zum Inventar geworden. Wir sind jedes Hafenfest dabei gewesen, von Anfang an. Immer tolles Programm. Tolle Leute, tolle Stimmung. Uns gefällt es sehr gut, wir kommen jedes Jahr wieder. Alle sind gut drauf, auch meine Enkelkinder, wie man sieht. Und wir wollen heute einfach mal ein bisschen genießen, flanieren, mit Menschen ins Gespräch kommen und gute Laune haben. Und natürlich war die Bühne wieder der Publikumsmagnet. Samstagnachmittag für alle Schlagerfans. Wer es sportlicher wollte, hat sich für das Tretbootrennen eingetragen oder ließ sich von den Fahrgeschäften durch die Luft wirbeln. Da war also wieder für jeden Geschmack etwas dabei. Musik und Spaß. Die Unterhaltung. Ja. Die Unterhaltung. Okay, es ist das 10. Hafenfest, das wievielte für Sie? Das 3. Und für das 1. Ah, wie ist der 1. Eindruck, wenn Sie es noch nicht kennen? Ja, eigentlich nicht schlecht. Sehr schön. Auch wenn es dann doch den einen kleinen Schauer gab, selbst der hatte dann etwas zu bieten. Einen wunderschönen Abend, Senftenberg, meine Damen und Herren! Alexander Knappe konnte seine Fans mal wieder begeistern und mittlerweile eine schöne Tradition war das Höhenfeuerwerk der Höhepunkt am Samstag. Let's go, girls! Jugend voran, hieß es am Sonntag auf der Bühne, bevor sie die Urlaubsstimmung beim Hafenfest perfekt machten. Ein Wiedersehen mit Bekannten gab es dann später beim Auftritt von Nyon, zumindest wer die schwitzenden Fische noch kennt. Das 10. Senftenberger Hafenfest, ein Fest für die ganze Familie. Ein Fest, das offensichtlich Suchtpotenzial hat. Wir sind immer Gäste hier und schauen uns das an, was hier alles Neues entsteht. Aha. Und der Hafen allgemein hat ja dieses Jahr auch ein Jubiläum. Wunderschön, wunderschön. So, was die hier gestaltet haben mit so vielen Schiffen, mit so viel Freude, also ist gigantisch. Kann man nur sagen. Egal ob die Künstler auf der Bühne, der Veranstalter und die vielen Helfer oder die Sponsoren, es gibt sie. Zwei Worte, die zu jedem Hafenfest dazugehören. Vielen, vielen Dank. Ein großes Kompliment.